Wir gehen rein in die erste, in die Live-Runde. In die Live-Runde gehen wir rein. Perfekt. Burning Foxes gegen Two Emission. Auf Nuke. Natürlich Knife in out, auf Outside. Ah, wir sehen direkt den Fall von Tsubasa. He-Man fällt auch, fällt. Okay, 1 gegen 4. Das wird die Knife-Runde sein für Two Emission. Und damit können die Belgier entscheiden, wo sie starten. Natürlich starten die Belgier auf CT, den Nuke. Ja, ist halt wirklich eine C-Seite. Eine CT-Map. Damit gehen wir rein in Runde 1. Good luck, Herr Fun, an beide Teams natürlich. Okay, ein paar Waffendrops. Immer Full Kauf bei manchen. Sniped 50. Dreimal Glock, eine Flash. Ja, da haben wir einen Dubitz. Okay, ein Kit. Perfekt. Und viermal Kevlar, keine Nades. Okay. Direkt über Pommes reingehen. Auf den Spot B. Okay, He-Man kann die ersten callen. Kann auf Rampe erstmal Schaden machen. Okay, man spielt es langsamer. Kein Push. Möchte hier erstmal ein bisschen Kontrolle haben. Zu Basa mittlerweile under. An den Double Doors wird da keinen sehen. Okay, das hat man vielleicht gehört. Razor auf dem B-Spot. Ah, Pedro holt sich Eater. Dexter kann He-Man raustraden. Fate hat einen guten Laufweg. Pedro, man geht auf den A-Spot. Man möchte da planten. Fate kann erst nicht setzen. Bombenplan für die Burning Foxes. Und da. Ah, Tsubasa. Kriegt nicht hin. Fällt, holt sich Dexter. Weiß kann zu Bar traden. Im Suicide holt sich der Fraser. Holt sich Austre. Und holt sich Weiß. Was für ein Kill. 1-0 damit Gim mit 3 Kills hier. Runde 2 Gim im Suicide. War der Spieler auf jeden Fall. Von wem der Plans kam, weiß ich leider nicht. Aber Gim mit 3 Kills. Man kauft die Full, 2 AKs, 2 MAC-10s, eine MP9. Die MAC-10s bringen Geld, wenn man da Kills macht, von daher. Jetzt mit der Molo durchs Fenster. Pedro schon unten und damit kann er einiges callen. Pedro wird wichtig gleich. Ja, man steht vom. Und das ist der A-Spot, jawohl. Man steht. Vor dem A-Spot. Fraser. Oh, Pedro macht das schön uns ersten raus. He-Man hat einen guten Laufweg. Dexter. Müsste nach hinten gucken. Geben jetzt in der Pommes drinne. Oben steht keiner und damit. Ah, Pedro hat einen guten Laufweg. Holt es Dexter, sieht die. Das Rohr damit Überzahl. 5 gegen 3. Fake mit erst Fake mit dem. Ah, Jaustre kann sich vielleicht rausholen. Aber Pedro mit dem MAC-10. Dritte Kill mit dem MAC-10. Das gibt Geld. Ija gegen 4. Und. Eigentlich muss man das safen gehen. Schon wieder das Kevlar. Das Kevlar muss man safen. Ja, die Diegel die auch safen, aber das Kevlar ist wichtiger. Eindeutig. Man so sind nur eine MAC-10 verloren. Und damit gehen wir rein in Runde 3. Und wir sehen wieder, okay, Upgrade-Piste, 2 Deagles bis jetzt. Und potenziell Runde 3 für Burning Foxes. Ja, Upgrade-Piste, Runde. Okay, man behält die MAC-10 und die MP9. Und sagen, MAC-10, Pedro kann mit der Spiel in 3 Kills geholt. Und die gibt Geld.
Outsider Fraser durch Smoke. Fraser hat doch an. An die Nate trifft er gar keinen Kampf zu spät. Damit früh Überzahl für die Belgier. Tsubasa vor der Smoke. Dann wird da keinen sehen. Wallow wird nach unten geworfen. Da war kein Hitten. Ranger macht doch wahrscheinlich Zauns unten. Wenn wir springen. Ah, Jim hat einen guten Winkel. Ah, im Spray mit dem ersten. Damit wieder Ausgleich 4 gegen 4. Ich bin es doch langsamer. Man müsste eigentlich wissen, dass die nicht gut Waffen haben. Aber Diggle haben wir gesehen. Die hittet, wenn sie hittet. Ja, Austriff fällt gegen Tsubasa. Damit weitere Überzahl. Oh, das könnte man gesehen haben. Das hätte man gesehen haben können. Aber man geht runter. Über die Rampe. Tsubasa. Da kriegt den Hit, das hat angehört. Jim an den Double Doors. Kann jetzt rumpicken eigentlich. Da kann sie ihn einholen. Dexter kann gegen traden. Aber die Nate He-Man kobelt ihn. Damit 3-0. Und wir gehen rein. Runde 4. Dem ersten Force Ball von den Belgiern. 4 mal M4 und Jaustre. Okay, auch ein M4, würde sagen. Jetzt haben wir die Awe bei Pedo. Direkt der Double Nate Outside trifft Ahiman mit 2 AP. Da kommt die Nate rein. Leider zu spät. Hier macht ordentlich jetzt Outside. Dexter durch die Windows. Aja auf dem Asport drauf. Gute Molo, Didor und damit. Man spielt hier langsam und gerade sieht es besser aus für die Belgier. Jaustre müsste eigentlich warten, bis ein Kollege da ist. Zum Double Peaken. Ah, Fate steht da gut. Holt erstmal die Nate. Ah. Natürlich. Die Flash. Dexter ganz viel Glück. Kann sich da hier mehr rausholen. Dexter 7 AP. Da reicht eine Nate. Kam gerade leise spät. Ah, Gim. Holt mir die Bombe. 4 gegen 4. Tsubasa kann sich weiß rausholen. Molo ins Under. Dexter holt sie im Upper ein. Aja kann Tsubasa traden. 2 gegen 2. Fate hat einen guten Laufweg. Könnt ihr draußen. Der hat den Blick nicht. Damit 2 gegen 1. Und Jaustre. Ah, kann sich Pedro rausholen. Fate droppt. Das hat man gehört. Ganz viel Glück, ganz viel Timing. Und damit die Runde für die Belgier, weil die Zeit um ist. Und Fate fällt nochmal. Das ist ganz belastend. Der Nachzeit gestorben. Nicht gut fürs Geld. 3-1. Aber noch alles offen. Man konnte gut Geld nehmen, den Belgiern. Man spielt mit der Diegel, 2 MP9. Eine M4 in Aave. Da ist einiges möglich. Eins hat Jim am besten. Eins hat die Pedro am besten die Mac 10 kriegen. Nur eine Outside Smoke. Dreis auf der Pommes. Kann natürlich das Steps callen. Pedro oben auf dem Silo. Ein Smoke kommt, glaube ich, zu spät. Ah, ne, jetzt kommt das Smoke Spread ab. Jetzt kommt der Molo, okay. Pedro oben auf dem Silo könnte da auf Fraser treffen. Fraser mit Anhit, aber Pedro auch. Dexter auf der Rampe mit Awe. Was kann er da machen? Haben das gar nichts, okay. Weiß in der Smoke.
Gar nicht weiß, noch in dem Haus drinne. Flash kommt. Man möchte anscheinend den A-Spot anspielen. Durch den B-Spot. Ah, weiß. Fällt zu Basa, kann ihn traden, aber musste viel Leben kosten. Okay, 14 HP. Mal guckt. He-Man kann sich weiter rausholen. Agent mit 2. Das gibt Geld zu Basa. Den nächsten. Agent weiß aber, wo die Bombe ist. Aber He-Man kommt von hinten. Wunderschön. Damit 2 gegen 1 Jaustre wieder. Holt sich ein. Zu Basa. Gegen Jaustre. Und das muss zu Basa holen. Das macht er auch. Wunderschön. 4-1. Damit gehen wir rein in Runde 6. Und ich fäng 6 Stück bei Tsubasa, 5 bei Pedo. Mal kurz Pause. Fake mit 4, Jim mit 5, 3 bei He-Man. Andert haben wir Jaustre. M4 gerade. Letztes Mal in Runden. War ein entscheidendes Spiel, muss man sagen. Hätte es beides mal aufhalten können. Einmal hat es geschafft. 5 bei Jaustre, 4 bei Ager, 1 bei Fraser, Rice mit 1 und Dexter mit 4. Jetzt haben wir eine Upgrade-Piste bei den Belgiern. Okay, Pause, Ende. Perfekt. Okay, leider sieht man nicht, wer es scored bei Isia. Niemand schon, schade. Aber 4-1. Schon mal auf der T-Seite 4-1. Das kann man sich nie nehmen. Da kommen die Smokes für Outside. Erstes da. Man spielt nur mit einer. Hier mit dem Molo. Hat jemand einen guten Laufweg? Ah. Hätte er keinen callen können, doch nicht. Dexter. Jetzt kommt Ander hoch. Feld kann sich traden. Das ist eigentlich eine Free-Runde, aber Fraser holt sich He-Man. Feld und Pedro sind immer zwei. Damit 2 gegen 4. Fade könnte sich aus draus holen. Er kommt von hinten. Jim holt sich Age raus. Und Fade holt sich nochmal Jaust raus. 5-1. Und damit haben wir nächste Runde für die Burning Foxes. Man kauft wieder rein bei True Emission. Hier mit die M4, ein Ave. Na, Kevlar, nicht das Beste. Weiß auf der Pommes. Die Smoke nicht optimal. Gar nicht optimal. Man schlimm runter auf 52 HP. Oh, geil. 52, 53. Aber 52, glaube ich, richtig. Pedro mit dem Spray. Wird er keinen finden. Jaustre auf der Rampe. Kann den ersten callen. Dexter. Ah. Jetzt an den Fenstern. Wird er kein Coin. Outside ist gar keiner. Jim holt sich jetzt die Bombe. Man spielt langsam. Man überlegt auch mal 50 Sekunden auf Uhr. Wo geht man hin? Der Mono ist sehr gut. Er bleibt lange da drinne. Verbrennt er auch. 1:1 Trade. Man kann den oben auf Pommes callen. Man holt sich auch. Ah, Dexter No-Scope. Okay, Pedo, was ist da denn jetzt los? Pedo. Petri mit anmachen. 5-2. Man könnte viel Geld schaden. Man könnte viel Geld rausnehmen. Außer von den Belgiern. Der Chaos sieht nicht gut aus für die Belgier, aber... Ah, Deagle, McTen, bringt Geld. Aber bei Pedo, Fade und Jim mit AK. Da
wollen wir jetzt was sehen? Weil es wieder auf der Pommes seine Pose scheint. Man spielt wie langsam, man macht keinen schnellen Go über Outside. Bis jetzt. Eigentlich beliebter Spielstil auf Nuke, aber. Outside ist allgemein wenig los. Da haben wir einen, da haben wir einmal Fraser, das war's auch wieder. Okay, Dex hat einen guten Blick drauf. Na, Nate kommt, um die Tür zu sprengen. Kommt die Smoke. Flash. Ah, haben schon ein bisschen beredet. Dexter, konntest du Base rausholen? Steht er gut aus seiner Pose? He-Man. Paddle fällt gegen Ager. Und der Ager hat den nächsten 3 für Ager. Damit fällt gegen 4. Fade konnte sich gerade weiß rausholen. Wo ist Ace? Ah, nicht ganz. Fred holt die Kill 5-3 und damit haben wir das Upgrade Piste Runde auf Seiten von Burning Foxes bei dem Geld. 2-1, 1-9, 2, 3, 2, 2. Ist nicht viel Geld. Man kauft einen Deagle auf Seiten von Fade. Das war's auch. Mehr kauft man nicht. Alles noch möglich. 5-3 auf T-Seite bis jetzt. Ist ganz stark. Es ist stark bis jetzt, muss man sagen. Gerade auf T. Jetzt der Outside Go vielleicht. Wollen wir bei He-Man. Ah, unten stehen 2. Tsubasa! Holt Dex raus. Wunderschön. Freddy kann zwar Gim raus trainen, aber mit einer Arve. Und die Arve ist One-Shot. Im Normalfall natürlich. Jaustre gegen Tsubasa. Ah, Jaustre droht sich da. Tsubasa. Ager kommt vom Silo. Hat einen guten Lurk. Holt sich aus Feld raus. Jaustre holt sich Pedo. Und damit. Ja, weiß. Holt sich jemand von hinten. 5-4. Dass man die Arve raus holt, war ganz wichtig. Die Arve kostet Geld. Natürlich. So, mal reinkaufen. Damit 5-4. Man kauft nochmal rein. Eine Galil. 4 AK. Einen vollen, halbwegs vollen Gürtel überall. Damit gehen wir rein in Runde 10. Ah, Tsubasa. Bisschen unkonzentriert. Man warte Fraser outside. Man möchte ja Outside gehen bis jetzt. Alles deutet darauf hin. Ah, Smoke. Kommen die Smokes für Outside. Dann wurde natürlich gelöscht. Ah, Fraser steht da gut. Könnte einiges coin. Man boostet sich dadurch. Damit kann man vielleicht einiges callen. Ist jetzt nichts. Kein Schaden nirgendwo. Noch 37 Sekunden auf Uhr. Langsam muss man einen Spot finden. Dexter bleibt im Spawn stehen. Wird aber gut von He-Man. Damit. He-Man mit dem nächsten. Die Galil ist da. Tsubasa kann ich weiß raus trainen. Fraser gefällt. Pedro zieht Fraser raus. Damit Jaustre gegen 3. Das war so gut gespielt. Man hat so lange gewartet. Das war perfekt gespielt. Tsubasa ein bisschen ungefährlich. Aber Jaustre kommt natürlich durch. Und Pedro steht da gut. 6-4 für die Burning Foxes. Und damit ist man nur noch 2 Runden entfernt von der Halbzeitführung. Aber Pause-Call.
Penne schon mit 11. Das sieht sehr gut aus. Fate mit 8, Gim mit 6, He-Man mit 5 und Tsubasa mit 9. Das sieht gut aus, muss man sagen. Tsubasa hat eine 1, ja. Jetzt müsste man rechnen können, natürlich. Eine gute, eine positive KD. Perfekt. Pause, Ende. Gib mir eine 1er KD. Ja. Alle positiv aussah. Ja, He-Man 5-8. Jetzt gehen wir rein in Runde 11. Und potenziell Runde 7 für Burning Foxes. Denn man hat nur 5 Deagles. Aber von dem muss man aufpassen. Oh, Jaustre könnte einiges callen und aufhalten. Hey, Joe holt den Fade raus. Das Deagle. Und das könnte auch vielleicht gefährlich werden für Burning Foxes. Und Flash und der Mollo. Ah, Pedo. Der Spray. Kann kein Ganz holen. He-Man. Ah, Jaustre fällt He-Man. Man möchte Bären spielen. Der Lurk. Könnte genial sein. Ah, Dexter fällt. Und damit. Tsubasa holt immer weiß. Und damit haben wir ein 4 gegen 2. Aja. Und der Mollo. Der Mollo hat es entschieden. Von Pedo. 7-4. Damit haben wir, ja, eine Runde entfernt von der Halbzeitführung. Wir haben ein 7-4 auf Zielseite. Das verdammt stark ist, muss man sagen. Verdammt stark. Auf Nuke. Man sprengt die Tür auf. Mollo kommt rein. Weiß auf der Pommes. Quasar könnte, holt sich ein. Die Nate runter 200 HP. Quasar rotiert runter. Tsubasa kommt jetzt über außen rein. Fade könnte gut Lurk haben, holt sich Quasar. Damit 4 gegen 4. Weiß oben auf der Pommes. Dex kriegt ordentlich Schaden. Aber Fade fällt durch Austre. Geht mit dem ersten. Geht mit dem zweiten zu Tsubasa gegen Dexter. Damit wieder Überzahl. Und Jaus steht noch da. Steht noch auf der Rampe. Und damit. Der Bombenplan safe. Ja, Austria könnte über Upper kommen. Macht aber nicht. Er sollte ihm viel safen. Denn wir haben 400 bei Austria, 1 bei Aja, Fraser mit 300, Rice mit 150, Dexter mit 0. Naja, Austria ist immer Pedo. Bisschen extra Money. Tsubasa. Aber Gim. Den Dan 8 für damit die Halbzeitführung für Burning Foxes. So einfach geht's. Warum nicht gleich so? Ah, potenziell Runde 9 für Burning Foxes, denn wir haben drei Deagles, eine 5-7, ein USP. Angel holt Pedo raus, gar nicht gut. Man droppt runter. Einer gemurzt, ich weiß. Tsubasa hört Fraser. Und holt sich auch, perfekt. Damit Überzahl, 4 gegen 3. Der ist einfach durch Smoke. Der fällt, oh, Angel macht das schön.
Aber He-Man und Fate machen das Ende 9-4. Damit baut man die Führung aus. Wir könnten hier noch ein L4 stehen haben. Und das wäre verdammt stark. Damit die Piste-Runde, das Wichtigste für True Ambition. Denn die müssen sie erholen auf jeden Fall. Aber noch sind wir in Runde 14. Wir sehen 4x4 ein Aave. Man geht über Outside. Der Schlitz wäre da gewesen. Aber Outside steht gar keiner. Und unten auch nicht wirklich. Der Austre. Smoked das Aquarium. Eigentlich, die Rotation kommt noch gar nicht. Keine Rotation von den CTs. Flash Door hört man nämlich. Die müsste man hören und man bleibt trotzdem auf dem A-Spot stehen. Zu zweit. Die Austre. Langsam kommt die Rotation. He-Man holt sich Fraser raus. Tsubasa. Dexter auf der Rampe. Weiß, holt sich Pedo. 3 gegen 3, Weiß auf 2 AP. Dexter fällt durch den Molo. Und Fate hat einen guten Laufweg. Bombenplan muss langsam kommen. 16 Sekunden. Und wir hätten keinen, wir hätten noch einen Napa He-Man. Möchte nochmal die andere Seite probieren über Double Doors. Team fällt. Damit 2 gegen 2. Weiß mit 2 AP. Ada fällt. Weiß ist low. Wow, Age am Ende perfekt. 10-4. Double Digits für Burning Foxes. Und damit sehen wir, ja, man kauft voll, man muss voll kaufen. Bei den Belgiern, denn letzte Runde, da darf kein Geld übrig bleiben. Potenziell ganz, muss sagen, Burning Fox ist ganz klar das bessere Team. Ja, es riecht ordentlich jetzt. Fade! Mit zwei Sprays. Dexter kann sich noch vielleicht rausholen. Aber man ist outside. Und Fate war nur ein Fake. Man geht outside runter. Man geht runter. Da stehen nicht viele. Ah, Tsubasa wird auf Jaus treffen. Jaus ist zu der Tür so langsam. Auf der Rampe haben wir noch einen Fraser. Und Dexter holt sich zwei. Fraser, okay. Was ist da He-Man? Tsubasa. Dexter. Steht in den Spots. Und damit 10-5. Hausseiten von Burning Foxes. Und das auf der T-Seite. Da kann es auf C-Seite nur gut werden. Ganz ehrlich. Man muss sagen, einfach eine Bombenhalbzeit. Ganz ehrlich. Die Halbzeit war aber Bombe. Wir haben 10-5 bei Burning Foxes zur ersten Halbzeit. Das kann nur der Sieg werden eigentlich. Also wenn das kein Sieg wird, dann weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Das darf man nicht mal aus Hand geben eigentlich. 10-5 sind die Führung ist eigentlich. Ja, überzeugend. Graf T-Seite. Ah, Pedo und Fade. Müssen wir nicht drücken.
Dann gehen wir rein in Runde 16. Piste Runde ist wichtig für die Belgier. Die müssen sie holen. Und einen Plan am besten. Denn wenn sie es kein holen, kein Bombenplan, nicht die Runde, ist das Geld schlecht. Dann hätten wir potenziell 12,5. Und das wäre Tsubasa im ersten Tsubasa mit 2 blind. Tsubasa mit 2, das ist schon mal nicht gut. Tsubasa mit 4, das kann das Ace werden. Tsubasa mit dem Ace. 11,5, damit haben wir eigentlich schon 12,5. Wunderschön. Das bitte klippen, danke. Und damit haben wir eigentlich schon 12,5. Man kann nicht viel kaufen, man bleibt auf den Blocks. Und damit gehen wir rein in Runde 17. Tsubasa! Okay, diesmal nicht. Acker ordentlich Schaden machen. Pedro, wichtig jetzt. Fade. Ah, Gim und Fade holen sich 2 Dexter aus immerhin. Und damit Pedro. Dexter alleine. Und Timo macht das. 12,5. Und damit haben wir jetzt erst den ersten Fullball bei True Emission. Und damit. Ah, 12,5. Deutlich Überzahl. Und bleibt bei Gim bei der MP9. Die muss man auch leider anscheinend. Bei True Emission sieht man, da muss jetzt ein Win her. Also ein Rundensieg, denn 12,5 sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Muss sagen, Burning Fox spielt perfekt runter, ganz ehrlich. Burning Fox spielt perfekt runter. Die Smokes kommen, wenn sie kommen müssen. Die Outside Smokes nur fake und das kann man riechen. Man bleibt trotzdem Pedo. Ha, im Lurk. Okay, Gim, Fade, Fraser und Weiss. Aber He-Man mit. Ah, He-Man nur ein. Okay, He-Man 2. 2 gegen 2. Das hat man gehört. Plant kommt, Pedo. Über den Schacht. Die Steps hört man. Jaustro holt sich Pedo. 12,6. Alles noch drin, ganz ehrlich. Man hat doppelte Führung quasi an Punktzahl. Okay, jetzt die USP-Runde. Aber 22 Flex bei Tsubasa. 12 bei He-Man, 13 bei Pedo, 16 Fade und 13 bei Gim. Woanders haben wir Aja mit 16 bei den meisten Flex. Man rennt schnell. Was ist blödes Timing für die Burning Foxes? Denn da war keiner auf der Rampe. Plant kommt. Und jetzt. Jetzt überlegt man, was man spielt. Man könnte safe, aber safe wird nichts bringen. Am besten Schaden machen, am besten Waffen rausziehen. Denn Waffen kaufen kosten Geld. Sehen wir den Tower. Ah, Fraser holt sich ein. Fraser holt sich frei und damit. Ah, Aja mit dem nächsten. 2 gegen 5. Und Tippe flawless.
Schade, 12-7. Aber man hat wieder Geld. Und das kann man kaufen. Ah, hier mit XM wahrscheinlich Pommes, hm? Pedo auf der Rampe, schätze ich mal. Mit der Aug. Okay, Pedo nicht. Ah, Molo war gut auf die Pommes drauf. Hiemer geht voran mit XM. Oh, Fraser könnte einen guten Lauf haben. Das könnte gut sein jetzt. Aber, Weiß holt. Oh, Fan die ersten. Das kann gehen, Fan damit 2 gegen 5, 2 gegen 4. Hier mit richtig um. Okay. Man geht safen. Man geht Richtung T-Spawn und damit haben wir ein 12-8. Das habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Das war jetzt nicht meine Erwartungen, aber alles offen. Ah, He-Man fällt nochmal und genau, schade. Damit 12-8. Und wir haben wieder eine Piste-Runde. Jetzt am besten Schaden machen. So viel wie möglich. Oh, da jetzt ein Push hoch. Das wäre einfach perfekt. Wenn man sich da hoch pushen würde. Ja, das wäre halt ein Key fürs Spiel wahrscheinlich. Okay, natürlich nur, wenn man outside, aber nur Pen mit ersten. Hey, Ja, holt sich Pedro raus, nochmal. Hime, mach das. Dexter mit zwei, Dexter mit einem Jaustrum und ein. Konnt zwei raus, und das war wichtig, das war ganz wichtig, aus Geld. Bei True Ambition haben wir 11. 2 Eier, okay, okay. Bei Weiß haben wir wenig, Fraser mit 4 noch. Agent mit 9 und wir haben noch Jaustrum mit 10. Wir haben 2 mit über 10k. Das ist nicht optimal. Gar nicht optimal. 12-9. Das Spiel, muss man sagen, es wird spannender. 12-9. Wir hatten zur Halbzeit ein 10-5. Von daher. Der macht gut Schaden durch die Smoke. Der Drop jetzt, ha? Huh? Er hätte oben bleiben müssen, aber durchspawnen müssen eigentlich. Aber das sind die Profis, nicht ich. Von daher. Das wird schon Sinn haben. Dexter jetzt. Ja. Leider habe ich die falschen Typen jetzt drinne. Weiß holt zu Baza. Weiß fällt durch Gim, Fraser macht das gut gegen He-Man. Fällt, kann sich vielleicht rausholen. Jaus droht sich fällt damit 2 gegen 3. Überzahl, viel T's. Der Planet gibt wieder Geld. Müsste eigentlich nochmal safen gehen. Eigentlich nochmal safen gehen. Gim fällt Dexter. Fällt, holt sich nochmal Jaus raus. Man geht wirklich drauf. Man geht einfach drauf.
Kinder, mal geht's helfen. Perfekt. Damit 1 gegen 2. Perno geht safen und damit haben wir 12-10. Und die Belgier holen auf. 12-10 jetzt, noch zwei Runden. Pause Core wahrscheinlich von Burning Foxes. Man hat sich 5 Runden jetzt nehmen lassen. Muss kurz rechnen. Man hat 5 Runden nehmen lassen, die will man eigentlich zurückhaben quasi. Man braucht nur noch 4 zum Gewinnen, aber 5 natürlich genau. Okay, man könnte natürlich alles reinkaufen, was man möchte. Also reinkaufen nochmal alles. Auf 0 zu gehen, aber das wäre, ich glaube, die dümmste Idee, die es gibt eigentlich so gefühlt. Man kauft runter auf 2000, schätze ich mal, ja. Das sieht so aus. Zu Barca. Okay, die ist auf 5-7. Double 5-7, Double Deagle. Eine M4, die gesaved wurde. Da ist einiges möglich. Gerade mit den Deagles. Jetzt können Smokes aus dem Spawn raus. Für Outside. Fade. Ah, er bleibt vor der Smoke stehen. Okay. Erst ist 30 geht durch. Jim, Jim! Vielleicht am Ende ist leider, aber Mail, E-Mail macht das. Perfekte Runde. Perfekte Runde. 13-10 und damit. Gehen wir rein in 13-10. In Runde 24 und Pedro ist die Decks da raus. Wunderschön. Pedro die nächsten Fake mit den Jaust gegen Austre. Damit 5 gegen 2. Ist low, aber konnte schon rausholen zu Barca oben im Upper. Weiß holt zu Barca raus, aber Gim. Ah, schade. Damit Weiß gegen 3. Die Nate noch runter, 6 HP. Der Molo. Ah, leider. Der wird so durchgefadet, der wird durchgefadet, schade. Okay, Weiß, okay. For one click. Weiß ist low. SAP, aber Fade steht unten, perfekt. 14-10 und damit geht man Richtung Sieg. Jetzt langsam geht es knapp bei den Belgiern. Man kauft immer full nächste Runde. Ah, kann man da voll kaufen? Ich glaube ja. Aber 14-10 mal wieder einen leichten Vorsprung für Burning Foxes. Zu Flash und Smokes rein. Außerdem haben wir direkt eine Full Smoke Wand. Da steht nur Weiß. Es kommt zu spät. Oh, man hält ihn an. Aber nur runter 50 HP damit. Zu Barca könnte es wichtig zu sein. Weil er jetzt drauf und Sport
Holt sich jemand von der Pommes? Geh muss ich austre. Ich geh mit den nächsten. Und weiß, holt sich geben damit 3 gegen 3. Plant kommt. Jetzt muss man drauf. Fade holt sich Aja. Ist aber low jetzt. Hey, du machst doch stark gegen Weiß. Das Scope hat man gehört. Zubusa. Namen verlernt. Mach das. Entschärf die Bombe. Und damit 15-10. Man hat jetzt 5 Matchpoints. Aber ich glaube, man nutzt gar. Man macht direkt einfach die erste Runde fertig. Denn man hat nur eine man hat 2 McTens, eine Deagle, eine Gali und eine AK. Nicht das beste Setup jetzt. Dex hätte was auch kaufen können, McTen für Fraser. Hä? Der steht doch drin! Weiß mit He-Man. Da gemut ich weiß. Dexter. Oh, es piekt rum. 3 gegen 3. Im Upper haben wir einen. Bombenplan ist da. Ah, Dexter holt sich Feld raus. 2 zu 2. Ah, Pedro. Der steht allein nicht mehr. Pedro macht das wunderschön. Damit Zuba. Und damit haben wir Runde 16. Okay, Pedro. Okay. Okay. Bleib ruhig.